Hey, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Ach du Schreck. Das war gut, das war richtig gut. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, weiß, wo der herkommt. Und die Game-Mechanik, dass das so läuft. Wusste ich ja eigentlich. Aber ich habe ihn ja trotzdem leben gelassen. Weil ich dann doch schon wieder vergessen, dass das so abläuft. Noch einer. Okay, wie viele sind denn noch hängen geblieben? Also ich wusste nur von dem einen hier. Der war in der Base hängen geblieben gewesen. Der hält da was aus, ey. Geh jetzt kaputt. Das war knapp. Muss mir da ein bisschen Ausdauer auffüllen, so ist auch nichts mehr im Schild. Okay, ging ja ganz gut. Kontrollierte Umgebung. Also er war stecken geblieben in der Hordennacht und ja. Die befreien sich wohl wieder, wenn man neu reinlädt ins Spiel. Das ist alles gut dann für die wieder. So kommen die halt raus. Und da wurde ich schon ganz oft überrascht von denen. Und hat es auch heute eigentlich wieder vergessen gehabt, dass es ja genau so abläuft. So. Also, die Basis ist, ja, ein Schutt und Asche wäre übertrieben. Die ist ein bisschen beschädigt. Es war nicht ganz so optimal gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich denke, ist alles halb so wild. Wir werden jetzt mal ein bisschen aufräumen hier. Das Loot reinholen. Ich habe auch gesehen, da hinten liegt eine goldene Box. Vielleicht ist ja mal wieder was Schönes dabei. Dann natürlich auch vielen Dank für die zahlreichen Kommentare, die darauf hingewiesen haben, wie das mit dem Händler verkaufen läuft. Habt ihr ja wie wild drauf rumgeklickt, da ist ja nichts gegangen. Das hat ja nicht geklappt, obwohl ich genug Forschungspunkte einstecken hatte. Aber man muss die Forschungspunkte erst verarbeiten zu einem Bündel. Man muss die quasi erst abheften in so einen Dulli oder was. Und dann so ein Bündel oder so ein, keine Ahnung, Ordner, Hefter, wie auch immer, verkaufen. Noch nicht gesehen, nur in dieser Abbildung beim Verkauf. Was die einzelnen Papiere, unsortierte Papiere, nimmt er halt nicht. Kann ich schon noch ran? Uiuiui, lange Arme, dünne Finger. So, dann warten wir mal schauen, wie es da vorne so aussieht. Liegt gut. Da können wir gleich mal schauen, wenn wir einmal hier stehen. Richtig schade finde ich die Tür hier. Die war so schön, da stand Danger drauf. Oh. So, man hätte was an den Preisen geändert und am Inhalt. Mir fällt jetzt spontan nichts auf, was anders sein soll. Ist alles noch wie gehabt. Okay, und beim Verkaufen jetzt hier. Also wenn man da mal was drüber geht, dann kommt so ein schwarzes Feld mit dem Text, ne? Schalt da jetzt mal einmal, hätte das eigentlich nochmal lesen müssen. Herstellen, Werkbank steht dort. Und das bei allen. Jetzt ist noch Bescheid. Oh, die Maschinenschneider, ja. Still. Geht's dabei? Hatte ich hier schon eingeladen? Ja, aber kein Sprit. Alles weggelootet, gut. Machen wir jetzt erstmal das, dass die Maschinen wieder neu laufen können. So, hier ein bisschen was zerstört, da ein bisschen draußen, der halbe Zaun ist weg. Sprit habe ich scheinbar nur noch hier. Wird geklaut.
Das ist wahrscheinlich schon das größte Problem generell, die Benzinversorgung hier. Das heißt, wir müssen einfach mal in das Parkhaus und diesen Bauplan holen für den Motor. Da ich kann jetzt ja auch einkaufen für einen Fünfer, aber ja, wenn ich die Ölanlagen aufbauen will, dann eigentlich nicht nur eine, sondern mehrere. Auch wenn ich noch gar nicht so genau weiß, wo die hinkommen. So, Wartungskits sind raus, heißt, ich habe alle erwischt. Das ist gut. Und werde ich mal schauen, was ich hier aufbauen kann, schon mal. Eins, okay. Naja, eins ist besser wie keins. Upgrade ist das auch drin. Auf Stein schon mal ja. Auf Metall nein. Eine Reparatur kann ich machen von dem Metall. Vom Stein macht es eigentlich keinen Sinn, das zu reparieren. Dann kommen die vorbei, schlagen da drauf rum. Dann muss ich es beim Upgrade dann nochmal reparieren. Ja, die Schäden sind minimal, aber die hatten halt hier was aufgebrochen, ne? So, jetzt schaue ich schon mal nach der Munition. Die genaue Zahl, wie viel drin war, weiß ich nicht mehr. Es war so 120 bis 150, aber eher die kleinere Zahl. Hier oben steht eine Haubitze drauf, ich schaue da hier unten durch. 19 Schuss, Ist gut weggegangen, ne? So, habe ich jetzt vielleicht was vorbei für das? Hat es nicht immer noch eine Stahlstange oder was gebraucht? Bin mir nicht sicher, auf jeden Fall ist es ganz schön teuer. 8 Ziegel und 3 Zement, echt? Die haben die Preise geändert. Ja, es gab schon wieder mal ein paar kleinere Änderungen, aber ja, jedes Detail von jeder kleinen Mini-Änderung muss man jetzt auch nicht unbedingt lesen. Aber das ist wohl eine davon. Katastrophe. Diese Preissteigerung schon wieder. Ui, ein Pieps. Der hat das auch nicht überstanden mit den Preisen. Einfach draufgegangen. So, das heißt, wir checken kurz den Strom. Gehen die Fallanlage und looten das mal alles durch. Strom sieht ganz gut aus, ne? Inventarplatz habe ich noch ein bisschen was. Nee, schaffen wir erstmal was weg. So, okay, dann mal raus da. Schäden nochmal begutachten, das ist jetzt nicht so richtig schlimm. Ja gut, ich verliere natürlich einiges, ne? 3 Holz und 3 Seile. Das läuft durch und läuft durch. Das sieht aber aus wie ein Holz und ein Seil. Was da immer durchkommt. Boah, verliere ich aber viel. Boah. Es bleibt nur ein Drittel nach der Zerstörung, okay. Ja gut, dass ich vor der Folge noch, also vor der letzten Folge fleißig farmen war, ne? Aha. Lastbild ist ganz was kurz vor kaputt ist. Dankeschön. Ui. So, looten wir das hier noch ein bisschen. Unter Hordennacht. So, ist ein paar da. Das können wir mal hier anfangen. Aber das sitzt sauer, ja? Ich habe bestimmt ganz viele Kampfskills verloren. Ja, ich glaube, das nächste Mal könnten wir vielleicht mal zählen, wie viele das sind, ne? Ist ja Wahnsinn, was da jetzt schon kommt.
Der mit seinem Pfeil hat's verbockt. Er wollte mal wieder einen Nahkampf. Ja, Alter, hör doch mal wieder auf damit. Muss ja noch ein bisschen Leben holen von dem letzten hier. Ja, das sind ganz gereicht. Aber egal. Habt ihr was fallen lassen? Ein Stein. Und ein Stick. Gut, warum machst du das hier noch rein? Hier liegen überall tote Tiere. Da liegt noch ein Wolf. Kannst auch mal einen Pilz mitnehmen. Macht ja so vieles geändert an dieser Speisekarte. Vielleicht brauchen wir die ja. Guck, der ist sogar schon geerntet. Da liegt der Bus noch rum. Da ist noch einer geerntet. Sehen so viel besser aus, oder? Wie diese Häufen immer. Bekommst eh nur einen, wenn du die erntest. Könnte man eigentlich auf das Seiten wechseln, finde ich. Sind das alles Steine oder was? Ach du Schreck. Seit wann liegen denn hier so viele Steine? Kann tatsächlich ein paar gebrauchen. Es wurden einiges an Steinstrukturen immer wieder mal beschädigt. Ach du Zeug, das kannst du den ganzen Tag machen. Wow, was ist das hier für ein Eck? Puh. Das nimmt kein Ende. Schau auf damit. Jetzt haben wir den Stein. Ich wusste natürlich jetzt nicht, wie viel Schwanenweg dabei hatte. 63, das geht so, ne? So nimmt man ein Stack. Okay, Schluss jetzt damit. Jetzt kann ich mal vielleicht mal noch den Zwischenfolgen machen oder so. Da gibt es ja ein bisschen eine Zeitlücke, die ich immer mal wieder überbrücken kann mit ein bisschen was Farm oder so. Ich denke, es wird richtig nett. Dass ihr dann nur noch dazuschalten müsst und seht, ui, Taschen sind ja voll. Pilze ohne Ende. Ja, für eure Lucy, also für die Schwester von dieser Lucy, die andere Lucy, waren die Pilze auf jeden Fall wichtig, in der Theorie auf jeden Fall. Wer es nicht gesehen hat, den Stream am Samstag, ich finde, es war für den ersten Stream gar nicht schlecht. Quasi jetzt hier Werbung in eigener Sache. Wer es verpasst hat, schade für euch. Kann man trotzdem abrufen, aber ja, ist halt ein Stream hier im Video, da schneide ich halt immer mal ein bisschen was raus, was ein bisschen zäher ist, ein bisschen länger dauert. Aber in dem Stream kann man ja dann auch mal ein bisschen vorskippen oder so, das ist ja auch okay. Falls sich jemand das noch nachträglich mal anschauen will. Und das, ja, das entscheidet auch ihr im Endeffekt, ob es da vielleicht mal eine Fortsetzung gibt. Also unter 10 Likes, da lasse ich das wahrscheinlich. So, jetzt haben wir das da draußen gelootet. Jetzt mache ich hier erstmal die Tür zu. Hab sogar was dabei. Draußen die Mauer, die lasse ich jetzt in Ruhe. Die brauchen wir jetzt nicht demnächst. Die brauchen wir erst zur nächsten Riesennacht wieder. Da kann ich mich nochmal mit die beschäftigen. Oder generell um die ganze Geschichte. Okay, Eisenstangen. Nichts rumgekommen. Ja, da hole ich dir lieber gleich die Eisenstange, bevor jetzt irgendeiner hier vorbeikommt und da schon wieder Vandale macht. Ich muss das reparieren.
Eisenstangen, Metallbahnen, Platten, sowas. Haben wir einfach ein bisschen was dabei. Machen wir auch gleich hier noch das mit. Genau, aber die andere Lucy ist Vegetarierin. Da war es halt wichtig, einfach mal ein paar Pilze schon zu sammeln, auch wenn die noch nicht verarbeitet wurden. Aber auf lange Sicht wird sie die vielleicht brauchen. Aber jetzt hier zurück zu dem. Repariere schon wieder. Ja, okay, das eine Stück hier. Keine Stämme dabei. Habe ich noch welche am Motorrad? Das war ja komplett voll mit Zeug. Nö. Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Gang looten. Mach die zwei Mauern da unten jetzt noch. Reparieren. Das reparieren wir auch schon ohne euch. Aber das Looten nehmen wir jetzt mal einfach. Okay, sie will halt reparieren, unbedingt. Ja, okay, jetzt reparierst halt durch. Ist okay. Dann sind wir einfach da schon fertig mit. Ist auch gut. Okay. Sie hat sich durchgesetzt. Naja, da haben wir wenigstens die Fallen schon mal mit repariert. Das ist schon okay so. Tief eigentlich richtig übel. Die will die Tasche nicht nehmen, drüben jetzt. Aber die Verluste sind. Ja, gut, die. Steinmann, die kostet schon einiges. Hab mir ja gesehen, aber keine einzige Falle zerschlagen. Mal fehlt hier vorne immer das Pendel, oder? Dann vielleicht noch der halbe Eingang dort. Ich denke, mit dem Ergebnis kann ich zufrieden sein. Habe ich die Stange jetzt hier gemacht? Jo. Hat hier noch was gefehlt? Nö. So, jetzt zu der goldenen Box. %82 Pendel. Wow. Das war eigentlich sonst immer das Opfer Nummer 1, ne? So, da haben wir nicht alles gelootet. Da ist noch. Alles nehmen. So, ist. Das war jetzt so kaputt. Ach, die Treppe. Ja gut, hier muss ich natürlich nochmal alles reparieren. Alter, ich wollte doch nur die Taschen haben. Jetzt. Das Loot! Schwierig. Ja, okay, dann machen wir die Fallen ja auch noch. Halb so wild. Längere Folgen waren ja gewünscht. Man kann natürlich nicht hier eine lange Folge nur Action haben, ne? Muss auch ein bisschen Aufräumen dabei sein. So, da repariere ich jetzt. Genau, hab 100 Stück dabei, den Zaun durch, bis hinter. Lag da noch was? Oder lag tatsächlich noch was? Also die Mauer repariere ich jetzt nicht. Und ja, das ist alles schon wieder fix und fertig für die nächste Nacht, ne? Ach, das hier natürlich noch. Okay. Ja, das ist auch schnell gemacht.
So, ich denke, es ist das erste Mal, dass ich die Base wieder komplett repariert habe. Normalerweise lasse ich immer ein bisschen was hier bei 90%, normal repariere ich das nicht. Aber also, wie gesagt, es ist das erste Mal seit, keine Ahnung, einer halben Ewigkeit. Jetzt einfach alles wieder ganz hier. Richtig ganz. Ich habe jetzt auch genug Steine gesammelt, kann man einfach mal durchgehen hier, das ist schon okay so. Hier mal durchscrollen, hier lasse ich das jetzt mit dem Kompletto reparieren. Mal gucken, das sind irgendwie was mal. Hier war was. Das Regalbrett? Wenn das Regalbrett kaputt geht, das wäre natürlich blöd. Ganz, ganz, ganz. Oh, das ist schon auf 52. Braucht Snake. Ich denke, das mache ich jetzt mal aus Metall. Wenn das mal einfällt, das wäre ja richtig ärgerlich. Hätte ich schon echt keinen Bock mehr, das aufzuräumen. Das wird dann einfach liegen bleiben. So, da haben sie jetzt ein bisschen länger dran zu tun. Hier hinten der Boden ist gern gefragt. Haben sie nichts dran gemacht? Hier auch nicht. Hier auch nicht. So, dann schauen wir jetzt mal in den Forschungen. Wir hatten auf jeden Fall ein Buch mitgebracht. Wir haben natürlich auch einige Bücher verloren dann nachts. Muss alles erneuert werden. Auch kaputt. Alter, was macht ihr hier oben? Okay. So, das Buch haben wir geholt. Angriffstempo mit der Vollzahler-Axt, das gab es in der Kirche in der Stadt. Mitgenommen, wir waren einmal dort, daher mitgenommen. Schaden an Bäumen, Stein und Eisen, plus 20%. Erhalten in Feuerwache? Wir waren doch in Feuerwache. 43, 157, habe ich das übersehen? Dieses Reparaturdings hier, ey, Alter, leg den Ding weg. Jetzt habe ich Forschung da drauf stehen. Ich gehe kaputt. Was ist denn los hier? Jetzt habe ich wieder Forschung da stehen. Ist das immer so? Also sie guckt jetzt dann darüber, ne? Immer in die Richtung, wo man ausgerichtet ist. Jetzt, Alter, jetzt habe ich die Zahlen nicht mehr im Kopf. 4356 oder sowas, ne? Die Feuerwache war hier. Da geht's zwar noch eine zweite in die Richtung. Schauen wir mal, dass die Zahlen auch richtig waren. Ja, gibt's noch eine zweite Feuerwache? Okay. Nicht übersehen, das Buch. Das wär's jetzt noch. So, da ziehe ich jetzt alles durch, was wir da verloren haben. Ist jetzt nicht so interessant. Das wollen wir noch holen im Parkhaus. Ah, da fehlt aber noch einiges. Hier, das haben wir glaube ich mitgebracht, oder? Taktiker. Oh, da kann man durchforschen bis hinten. Angriffstempo plus 2%. Das war verloren, jetzt habe ich schon nichts mehr. Okay, Arzt finden wir einfach nicht. Junger Spartaner, alter Spartaner geht nicht. Leibwächter. Taucher. Erhalten im Bücherregal. Westliche Graslandschaft wäre möglich, okay. Ausdauerregeneration, das wäre schon gut. Erhalten im Bücherregal. Westliche Graslandschaft. Ebenso, uiuiui. Müssen vielleicht noch ein paar Bücherregale abchecken. So, jetzt haben wir das aber erstmal gemacht. So, das waren jetzt ein paar Basics. Zeit ist schon gut fortgeschritten. Jetzt schauen wir nach dem Hersteller in der Werkbank. So, was ist denn eine Werkbank? Das ist eine Werkbank, das ist eine Werkbank, das ist eine Werkbank. Ich schau einfach mal rein. Das Zeug ist auch kaputt. Sekunde. Das reicht.
Welches Teil eigentlich richtig Werkbank heißt? Werkbank, Ausrüstungsfertigungstisch, Werkbank, 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 Werkbank? Die vielleicht? Was anderes? Werkbank, Werkbank, ah. Wird wohl die hier sein, okay, schau trotzdem mal an die. Hat sich nichts geändert? Aha, da ist das Zeug. Was war denn sonst hier hinten? Da war doch das technische Zeugs, oder? Das haben die jetzt eine Forschungsstufe nach vorn gebracht, also eine Ausbaustufe. Ich glaube, die ganzen Fluchtkommunikationsgeräte waren auf der letzten Stufe. Man hat die nie gebraucht, die Werkbank. Ja, ist doch schön, da brauchen wir die jetzt mal. Aufwerten. 5 Sicherungen. 10 mal later. Sicherungen hier noch. 3. Vielleicht muss man ein paar herstellen. So, Leder ist hier drin, bearbeitetes Leder. Ui, ich habe nur 19 Stück. Ich nehme das sonst immer alles mit. Hatte immer so das Gefühl gehabt, ich werde überschwemmt mit dem Zeug. Und es fehlen noch 9 Stahlplatten. Auf Lager? Nö. Nee. Eisenbahn, da brauchen wir noch ein paar Stickies für. Ich schau mir, es sind 2 Stämme, die verstopfen das Inventar hier. Die mache ich mal zu 2 Brettern. Eisenbahn und was war's? Platten, oder? So. Yes, das reicht. Na endlich, ey. Hat die Werkbank mal einen Sinn? Leg das Timer weg. Also hier kann man jetzt diese Dinger zusammenschrauben, okay. Reingucken. Lernpapier, okay. Wir haben ja versucht, das Forschungspapier da einzeln reinzubekommen. Es hat nicht geklappt. Hier ist das Lernpapier. 250, okay. Für ein Lernpapier. Spielzeugroboter werden aus Metallstückchen gebaut. Oh, die habe ich ja zu Tonnen, ne, in der Kiste. Steinstatue, die habe ich nicht zu Tonnen. Die habe ich jetzt erstmal mühsam gesammelt. Holzkohle macht man aus Holz. Möchte ich auch nicht herstellen. Boah, was ist das denn? Lederbrieftasche. Kaktus, Leder, Feder. Nee, nicht mit mir. Nein, danke. Fleisch, Fisch. Nee, auch nicht. Habe ich nicht. Gemüse. Obst, habe ich auch nicht. Goldbarren. Ist ein Vermögenswert mit Volatilität. Also schwankende Preise. Aha. Kann am Bankschalter und Münzen umgetauscht werden. Aha. Braucht man Goldbarren für? Habe ich nicht. Braucht man wahrscheinlich eine Goldmine oder so. So, das heißt, wir können Lernpapier und vielleicht die Roboter herstellen. Hier hat nämlich ganz viel von diesen Metallstückchen. Und ich habe die schon ausgelagert hier. Ich dachte, da können wir einfach mal ein paar raushauen. Achso, ein Büch habe ich auch noch über. Siehst, die machen jetzt Sinn, weil ich die jetzt zerlegen kann. Da gab es immer nur ein Forschungspapier, vielleicht gibt es da jetzt mehr. Ja. Aha. Früher gab es da einen einzigen Forschungspunkt. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt gibt es vielleicht mehr, vielleicht 50 oder so, aber es gibt direkt das Lernpapier. Okay. Nehmen wir mit, ne? Die Bücher habe ich über. 2 Lernpapiere. Nice. Spielzeugroboter. Wie viel gehen jetzt? 3 Stück. Boah, die sind schon teuer, ne? Mache ich jetzt. Spielzeugroboter, Roboter im Kuvert oder was? Okay. Dann haben wir jetzt 5 Stück. Vielleicht noch 5 mal Lernpapier dazu. Oh, 10 würden gehen. Forschungspunkte bräuchte ich eigentlich nicht, oder? Schauen wir mal, ob meine Kiste noch voll ist. Ja, die ist noch voll. Wo ist die jetzt raus? 10 Stück. Einfach gemacht, wir haben jetzt 15 mal Zeugs zum Verkaufen.
wir einfach zu meinem Händler, ne? Verkaufen kann man überall. Nur beim Goldpreis sind ja die Schwankungen angesagt gewesen. Hier sollte sich ja eigentlich schon nichts ändern. Ja, ich komme jetzt nicht von außen zum Händler, ich muss nochmal durch die Base. Dann nehme ich auch die Tiere noch mit hier. Oh, mal wieder ein Fuchs. Hat schon echt das Gefühl, es gingen keine Füchse mehr in die Fallen. Es waren jetzt so viele Hasen in der letzten Zeit. So, leider nur Reh und Wolf. Der eine Fuß, der da bei dem Schwein rumkommt, der scheint ja interessant zu sein. Werden wir uns vielleicht vor der Abreise dann gleich mal einen gönnen. So. Ich höre nichts knuspern, scheint alles okay zu sein. Jetzt hatte ich da aber was gehört, oder? Das ist eine, was halt die ganze Zeit die Geräusche macht, weil es so tut, als wäre es kaputt, aber es läuft ja noch. Das ist voll blöd. So, wir kommen da lang, da lang, da lang. Es gibt einige Wege. Was liegt denn hier in dem Regal? In Hobel. Aha. Für mich ist der Weg nicht, passen nur Zombies durch. Ja, vielleicht kommen so manchmal welche in die Base. Die laufen da hoch und fallen da durch. Ach, das snappt jetzt da dran. An dem Fundament da. Das wäre vielleicht auch okay, dann sind sie vielleicht so halb stuck da drin, können nicht raus. Nicht vor und zurück. Ziemlich aus von Loch. Wir hatten ja schon gesehen, dass die durch so Löcher fallen können, aber ich kann das nicht. Okay. Schauen wir uns gleich mal an. Hat nicht so richtig geklappt mit der Positionierung, aber es ist egal, jetzt bleibt es da so hängen. Test mal aus. Das heißt, ich bräuchte hier dann aber auch eine. Ne, die Tür brauche ich nicht. Ich mache hier wieder zu. Ich komme ja doch hier rein, hier ist noch offen. Egal. So, verkaufen. Moment, ich gehe erst nochmal raus. Inventar sortieren. Sortieren. Wieder rein. So. Wir verkaufen Spielzeugroboter. Landpapier. Ich bekomme echt nur einen Won dafür. Ja klar, steht da dran, aber. Eine? Ich habe 29 zu 8 Münzen. 32 zu 8, ja. Boah. Jetzt müssten sie 2 Fünfer mit auszahlen, ne? Bei 12. Jo, haben 2 Fünfer mit rausgereckt. Okay. Das ist gar nicht schlecht, ne? Das sind ja schon 50 hier. Ich habe 84 gewonnen. Man könnte sich eigentlich den Motor kaufen, aber ich will ja los. Und den holen, ne? Ah, ich glaube, ich spare das. Vielleicht finde ich unterwegs einfach was Schönes. Keine Ahnung. Habe ich zufällig das Material hier dabei? Ein bisschen was? Ja, wirklich. Wow. Ja, das ist doch gut, da hole ich noch ein paar Stahlplatten dazu. Dann wäre das hier vorne auch schon wieder gefixt. Ach, hier wollte ich das Ding noch einsetzen, ne? 3 Stämme. Habe ich jetzt hier alles aus dem Bike raus? Nö, nehme ich auch noch mit. So.
Eins, zwei, drei Stämme. Stahlplatten. Habe ich noch ein paar Barren, jetzt nicht so richtig viele. Verarbeiten wir vielleicht mal das und nehmen einfach mal ein paar von den vielen Stickies, die ich mitgebracht habe. So, 99 Barren. Das noch. Und das noch. Ja, Wahnsinn. Einfach mal. Ja, was ist das? Ein Relive-Time. Puh. Es war ein halber Tag, oder? Nee, ein Vierteltag. Also vielleicht so 40 Minuten oder was habe ich da gefarmt. Und jetzt kann man sich einfach mal einiges leisten, das aufzubauen. Müsste man eigentlich auch machen. Aber ich denke, wir waren jetzt lang genug in der Base. Wir werden zwischen der nächsten und der darauffolgenden Nacht dann wieder was bauen hier. Sind zu viele. Wir wollten zählen, ne? Nicht gereicht, ey. Die Lanze ist kaputt, oder? Nö, ist auf gelb. Geht eigentlich. Und so viele. Da habe ich es nicht mehr geschafft mit mitzählen. Wir gerade andere so irgendwie zählen. Das waren echt viele. Hallo, geh mal rüber. Hat er mich jetzt geblockt, ey, ist so geil. Wie Papier sind dir so umgefallen, einfach so. Alter, das war doch alles frisch gebaut. Ihr nervt. Was die immer wieder an die Wand gehen, oder? Ich stehe hier. Hört nix. Oh, ey. Hört aber auch nicht auf damit. Was für ein Schlag. War da nicht noch jemand? Waren das jetzt zwei, die noch geschlagen haben? Nee? Keine Ahnung, hat das auf jeden Fall nicht gereicht, um das Leben aufzufüllen? So, gut, dann werde ich jetzt für euch einen Cut machen und das alles aufräumen. Das noch reparieren. So. So, wir haben jetzt doch noch ein bisschen was anderes vor. Da es jetzt nur noch wenige Minuten sind, brauchen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wirklich los. Und zwar hatten wir ja noch Goldteile gefunden in dem Fallengang. Habe ich es beim Aufräumen gesehen? Hier wollten wir vielleicht noch mal kurz angucken. Und zwar das Rohr. Chance auf Zerschlagen, Blitzschlagversteigerung, ja. Wer damit kämpft, vielleicht interessant, gut. Für mich ist nichts. Und Stoffhelm in Gold, der ist hier mal gar nichts wert. Hat nur Ausdauerwert, sonst gar nichts. Ich weiß aber nichts mehr zum Zerlegen und zerlege, dass man den ganzen Rammsteher noch rumgekommen ist und der auch noch auf Lager lag. So. Vielleicht kommt ja da was bei rum. Eine Billigknarre. Braucht man nicht. Kein Platz mehr für. Will jetzt aber nichts mehr zerlegen. So, jetzt möchte ich mal die ganzen Blätter loswerden, die ich hier habe. Einfach mal fett Wartungskits herstellen. Da ist überlegt, Forschungspunkte herzustellen, mit dem kann man wieder zum Händler gehen. Aber die Wartungskits gehen auch langsam aus.
nehme ich hier mal ein Stack davon und davon raus. So, Blätter, wie sieht's aus? 500, immer noch ein bisschen was da. Hol ich mal noch ein Stack Stoff. Ah, geht raus das Zeug, ne? Ah, Metallstücken empfehlen. Ist noch ein bisschen was da hier in der Kiste. So, jetzt sind die Blätter aus, alles gut. So, angefangene Stacks kommen wieder hier zurück. Und hier sieht es eigentlich ganz gut aus. Für die Abreise, oder? Ich denke, da kann man sich nicht beschweren. Wegen was wollte ich noch? Ja genau, mal sehen, ob wir es mit reingedrückt bekommen. Ich wollte hier noch ein bisschen aufwerten. Ich habe gesehen, dass das gar nicht so teuer ist, das Zeug da oben. Braucht fast immer nur Metallstücke und Klebeband. Und das habe ich doch. Weiß gar nicht, warum ich es noch nicht aufgewertet habe. Also jetzt so ein Schild, das Goldene, das ist schon recht gut, hat gute Werte. Ich denke, das behalte ich das eine ganze Weile. Wie da was Besseres rumkommt, können die Jahre vergehen. So, Polizeischild, Aufwertung, mehr Verteidigung, mehr Abwehrschaden, mehr Abwehrchance. Und der Malus, Bewegungsgeschwindigkeit, wird auch geringer. Ach, früher war das doch Gewicht, ne? Das hat man geändert. Das fehlt ja überall. Das Gewicht. Die haben müssen Malus für Bewegungsgeschwindigkeit reingemacht. Aha. Und den reduziert man jetzt mit dem Aufbauen. Älter und Knochen, das können wir auch noch holen. Lebensmitteltasche vergrößern. Plus 20% Lebensmittelvorrat. Okay, Knochen und Dingens können wir auch noch machen. Hier Klebeband und Metall. Alles recht günstig. Die Spitzhacke mache ich jetzt auch mal mit für das Geld. Knochen und Leder, das haben wir doch auch da. Kein Problem. Hier sind noch neue Leder. Und die Knochen nehmen wir gleich mal von hier. Gucken, wie weit wir mit neuen Leder kommen und dann ist das mal gut. Polizeischild. Das waren am Anfang bei 50er Wert, das sind wir bei 54. Neue Schmieden. Wieder Leder, aber zwei. Okay. Ah, jetzt wollen sie das Aluminium haben. Was ist noch wichtig? Hier wollen sie Fisch, das mache ich jetzt auch nicht. Die Machete ist halt nicht Gold, ne? Ich hoffe immer noch was Besseres. Spitzhacke. Spitzhacke ist recht gut, die werde ich wohl lange behalten. Machen wir die noch mit. Und jetzt habe ich noch ein bisschen Leder über von der Lebensmitteltasche. Nochmal 30% größere Tasche, okay. Das Leder ist aus. Und machen wir das Schild noch hier. Dann geben einfach mal Aluminium aus. Aluminium, Draht, Fuchs und Hase. Fuchs, Hase. War das Hase oder das Wolf? Ja. Ein Draht und ein Aluminium von zwei. Ja, zerlegst noch das Schild, genau. Zuerst ist der richtige Reiter gewesen, das Schild war einfach putsch. So, jetzt sind wir schon von 50 auf 58 mit dem jetzt. Abwehrchance von, keine Ahnung, war es 50 oder 60 auf 70? Und nochmal Aluminium. Ich denke, das reicht jetzt. Das wird so teuer. So, das heißt, wir sind jetzt maximal vorbereitet, den Fuß wollte ich schon einpacken, hatte ich gesagt, den einen guten hier. 30 Energie für 12 Stunden, den nehmen wir noch mit. Habe ich dabei. Knochenrausch, dann sind wir doch ganz gut vorbereitet. So, das war jetzt einfach mal eine bisschen ruhigere Runde. Ein paar Basics mal wieder nach diesem ganzen Stress der Hordennacht. Aber, jo, muss auch mal sein. Wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, wie immer, lasst gerne ein Like da, ein Abo sowieso. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Dann geht's aber wieder auf Tour. Ein bisschen mehr Action. Also, ciao Leute.